Hat der Kapital zu viel? Dogtown ohne den Colonel. Kann ich mir kaum vorstellen. Komm schon, Alter. Der ist nur ein Gangster. Nee, er war einer. Jetzt ist er war einer. So. Miau. Ah, endlich. Da bist du. Es tut mir leid. Hatte keine Zeit, um noch Tee zu kochen. Ich bin noch nicht wegen Tee hier. Was ist so dringend? Etwas Außergewöhnliches. Die Zukunft von Dogtown steht auf dem Spiel. Kurt Hansen. Ein Mann mit vielen Gesichtern. Ein Krimineller, ein Kriegstreiber, aber auch ein Geschäftsmann. Und das Geschäft verabscheut das Vakuum. Die Aasgeier kreisen schon um seine Leiche. Sein Unternehmen muss einen neuen Anführer wählen. Wir werden dafür sorgen, dass die richtige Wahl getroffen wird. Wer? Splitter, bitte, nimm ihn. Lass mich raten. Du hast schon einen Nachfolger, oder? Lieutenant Colonel Bennett, Hansens loyalster Anhänger. Ein respektierter Mann, der selbst viele Anhänger hat. Er ist die logische Wahl. Ein Soldat und Gentleman. Es gibt aber einen Konkurrenten namens Iago. Er ist nicht so hochrangig, hat aber große Ambitionen. Er hat sich sogar schon externe Hilfe geholt. Von den Voodoo Boys. Dass die überhaupt noch funktionieren. Bring ihn dazu nachzugeben. Okay, ich kümmere mich darum. Nein, nicht du. Aber Aguilar. Was? Hansen hatte so lange das Sagen, weil er die richtigen Kontakte hatte. Allen voran die zum kubanischen Kartell. Aguilar ist ein Auftragskiller aus Havanna. Eine lebende Legende. Okay. Jedes Mal, wenn sich jemand in Havanna eine Zigarre anzündet, löscht Aguilar irgendwo ein Leben aus. Dann wäre das ein sehr vielbeschäftigter Mann. Zum Glück sein Verhaltensmodell. Und du besitzt zum Glück Erfahrung im Umgang mit der Tech. Nochmal von vorn. Ich soll Aguilars Identität annehmen. Und richtig? Dann mit Iago sprechen und ihn von seinen dummen Ideen abbringen. Einfach, oder? Ja. Ein Auftragskiller also. Sonst noch was, das ich wissen muss? Name unbekannt. Opferzahlen unbekannt. Vorsichtigen Schätzungen zufolge sind es Dutzende. Pro Kontinent. Sind vielleicht nur Gerüchte. Aber die lassen sich in Verhandlungen gut nutzen. Okay. Iago, was spricht denn gegen ihn? Der ist Buchhalter, kein Soldat. Hat sich um Hansens Zahlen gekümmert. So einer kann niemanden inspirieren, wie. Das ist richtig. Was weißt du noch über Bennett? Ex-Marine, war bei Operation Midnight Storm dabei. Hat seine Befehle nie hinterfragt. Der Ruhm war ihm egal. Der Inbegriff von Loyalität. Okay, alles klar soweit. Ich habe hier einen Splitter mit nützlichen Infos und eine Waffe. Die gleiche, die Aguilar nutzt. Bitte, greif zu. Interessante Waffe. Maßgeschneidert. Okay. Ein sehr überzeugendes Argument. Mhm. Dann leg mal los, wie. Aktiviere das Verhaltensmodell und teste es mal. Ja, wie? Mancinella. Ausgerüstet mit einem einzigartigen Schalldämpfer. Bei Kopfschüssen besteht eine Chance auf Vergiften. Nach Beginn des Kampfes bleibt deine Stealth-Schadensbonus vorübergehend aktiv. Aha. Witzigerweise habe ich immer noch die Klamotten von dem, dem Franzosen an. Schick. Call me Hitman.
Spürst du den Unterschied? Meine Zeit ist kostbar, Hans. Wenn das nicht funktioniert, verlierst du deine Hände und musst dir einen neuen Namen suchen. Besser als erwartet, wie? Ich meine natürlich Aguilar. Iago wird sich in die Hose scheißen. Meiner Quelle zufolge trifft er sich bald mit einer Delegation der Dogtown-Voodoos. Ich schick dir die Koordinaten. Das ist schon eine krasse Tech. Mir egal, was du mit den Voodoo-Typen anstellst. Tob dich aus. Es geht mir nur um eins. Iago zieht seine Kandidatur zurück. Easy. Sobald er zur Vernunft gekommen ist, ruf mich an. Und denk dran, die Zukunft von Dogtown hängt davon ab. Keine Sorge, ich schaff das schon. Das hoffe ich doch. Viel Glück. Live long and prosper. Vermutlich, aber halt auch viele Bekannte, die teilweise aufhören wollen und in den Ruhestand gehen wollen. Und er nicht? Cyrados? Er will nicht in den Ruhestand gehen? Weil man muss ja ehrlich sagen, eine Firma zu kaufen ist nicht günstig. Also sie in Gänze komplett zu erwerben. Schicke Knarre. Du glaubst nicht, was die Arschkrampe gesagt hat. Ui! Diese Karre sieht einfach so böse aus. Unser anderes hat also diese Bugatti-Flair und ich muss ehrlich sagen, ein Bugatti sieht nicht böse aus. Aber das Ding hier sieht einfach böse aus. Und wegen Massage, das ist wohl die Firma, die diese Massage-Session, Little Bethel, herstellt, die so in Einkaufszentren stehen und so. Es kommen wohl knapp 90% dieser Sessel von dieser Firma. Okay. Ist das lukrativ auf Dauer? Weil die verkaufst du einmal, ja gut, die Wartung wahrscheinlich. Die werden wahrscheinlich wesentlich mehr Geld mit Wartung machen. Wie aktiviere ich denn das Verhaltensmodell? In diesem Schrotthaus hier. Kuba, ich komme. Was ist das für eine Hütte? Alter, den Geruch sehe ich ja schon. Die werden irgendwie in Thailand gebaut und haben wohl eine 800% Marge oder so. Den Laden würde ich auch kaufen. Allez, ça c'est pas territoire. Gute Neuigkeiten. Wir reden und ich lege euch nicht um. Ein guter Deal, oder? Moi fout avec you. Ihr wartet auf Iago, oder? Da könnt ihr lange warten. Havana hat ihn aus dem Spiel genommen. Catella? Isidla? Hier, ja. Aber ihr seid mir egal, was als nächstes passiert, liegt ganz an euch.
Jacob faible. Il pral rencontrer ça le mérité un jour. Assez. Was ist das für eine Frisur? En allez. Gut. Die kosten halt ein paar tausend Euro pro Stück, aber sind wohl in der Herstellung gar nicht so teuer. Nur wenn du die in Thailand produzierst, macht das schon Sinn. Dass sie nicht so teuer sind. Dann warten wir mal. Gleich hier? Ah, du willst ihn konfrontieren, oder was? Aguilar, du abgebrühter Caballero. Oh, fette Karre. Scheint ein sehr guter Buchhalter zu sein. Da sind sie. Die Trottel haben keine Ahnung, was gleich passiert. Fast schon traurig. Bist du? Ja. Was stimmt nicht, Boss? Das ist Charlie. Wer bist du denn? Ich habe eine Nachricht für dich. Von wem? Von meinem Boss in Havanna. Erinnerst du dich? Du bist Aguilar. Du willst Bennett ausboten. Wir wissen von deinen neuen Verbündeten. Die Voodoo-Boys? Schlechte Wahl. Meine Bosse sind gottesfürchtig, Iago. Ich wollte niemanden verärgern, echt. Und was passiert jetzt? Ich habe mit den Voodoos gesprochen. Ihr Leben war ihnen wichtiger als dein Plan. Jetzt frage ich mich, was dir dein Leben wohl wert ist. Aguilar, bitte. Es ist alles ganz anders. Darf ich das wenigstens erklären? Immer wollen alle alles erklären. Zeitverschwendung. Zu schade. Charlie! Meinst du, du machst mir Angst? Versuch's. Bam! Oh, shit. Nein, nein, nein. Dann sind die Gerüchte also wahr. Hab's kapiert. Ich halte mich da raus. Aber du solltest eines wissen. Bennett frisst Arasaka aus der Hand. Sie wollen durch ihn Dogtown kontrollieren. Verstehe. Und jetzt verpiss dich. Tschüss, Charlie. Los. Aber was soll... Verpiss dich. Sonst überlege ich es mir noch anders. Yep. Es bleibt spannend. Schalt das Teil aus, bevor dein Gesicht noch wie Skopolade schmilzt. Ich müsste erst mal warten, bis der weg ist. Ich fange gerade erst an, Johnny. Jetzt muss man nur noch Hans Bericht erstatten. Gut gemacht, Aguilar. High five, mi hermano cubano. Sure. Ist kaputt. Wie sieht es aus, wie? Hat Iago es sich anders überlegt? Yep. Hat er. Und die Voodoo Boys sind auch kein Problem mehr. Sehr gut. Sollte ich noch mehr wissen? Ja, Bennett und Arasaka stecken unter einer Decke. Behauptet Iago zumindest. Ein Mann, dessen Eier... Schraubstockklemm macht interessante Geräusche. Ein Fixer erkennt die Fakten Au. All dem panischen Geschrei. Das ist jetzt mein Problem, nicht deines. Aber danke, dass du es mir gesagt hast. Was jetzt? Jetzt schaut Aguilar bei Hansens Trauerfeier vorbei, um sicherzustellen, dass der Führungswechsel wie geplant über die Bühne geht. Klingt, als würdest du mit Problemen rechnen. So etwas setzt immer jede Menge Emotionen frei. Jeder trauert unterschiedlich, aber nur selten rational. Die Trauerfeier findet im Black Sapphire statt. Aguilar sollte da ohne Probleme reinkommen. Alles klar. Der König ist tot. Es lebe der König. Viel Glück, Bi. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir den echten Aguilar noch treffen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, je.
Ganz normales Auto fahren. Keine Sorge. Das muss so. Ich werde hier einfach stehen geblieben. Alter! Cool, wenn das klappt. Darf ich da reingehen? Und nun der letzte Akt des Dramas. Aguilar spricht den Trauernden ihr Beileid aus. Na, dann legen wir mal los mit der Show. Bis die Technik kaputt geht. Aguilar, willkommen im Black Sapphire. Hoffentlich hattest du einen angenehmen Flug. Danke, dass du gekommen bist. Nimm den Aufzug zur Totenwache. Ja, ich erinnere mich, hier waren wir ja. Verstehe. Hier habe ich mich ja nicht rausgeballert. Wir sind doch gleich oben. Nichts wie weg. Keine Fragen. Wir sind doch gleich oben und dann kommt der echte Aguilar. Ich sehe das kommen. Also, bereit. Hä? Ja, aber braucht doch keine Knarre dafür. Oh, ist er traurig? Okay, okay. Das kubanische Kartell? Hier? Das könnte interessant werden. Dass die, also ich bin ja nicht das gesamte Kartell. Also, würde mich wundern. Aguilar, welch eine Ehre. Für uns alle. Ob der ein bisschen schockiert ist? Bescheidene Angelegenheit. Dachte, ihr würdet euren Anführer mit mehr Prunk verabschieden. Der Angst. Prunk? Nun, wir machen es so, wie es sich richtig anfühlt. Bring mich zu Bennett. Er kommt mit zusätzlicher Security. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Na? Oh, guck mal, der sieht doch eigentlich ganz gut aus dafür, dass der ganz schön viele Kugeln von mir abbekommen hat. Vor allen Dingen im Kopf. Aguilar, was für eine Überraschung. Das ist Bennett. Lieutenant Colonel Bennett. Bestimme den neuen Anführer von Dogtown. Havanna übersendet sein Beileid. Colonel Ansins Tod hat uns alle erschüttert. Der Colonel hätte euer
Mitgefühl sicher gut geheißen. Lasst uns allein. An Havannas Wünschen hat sich nichts geändert. Dogtown braucht einen starken Anführer, der unsere gemeinsamen Interessen verteidigt. Dieser Anführer ist Bennett. Die Leute hier werden auf ihn hören. Du auch, Jago. Oh, und wie lange? Bis du weg bist und er mir ungehindert in den Rücken fallen kann? Ich will Namen, Kontakte, Verbindungen. Deine Informanten im NCPD. Alle auf deiner Gehaltsliste. Lächerlich. Ich will einen Beweis deiner Loyalität, Jago. Okay, Jago, ist faires Angebot. Nein, du kriegst kein neues Spielzeug, Bennett. Naja, ich will ja, also ist ja mir... Ich habe keine Ahnung. Bennett wird's. Ein faires Angebot. Nimm es an. Hansen würde sagen, dass nur die schwachen Kompromisse eingehen. Nimm den Namen des Colonels nicht in den Mund. Ihr kläfft euch an wie zwei wild gewordene Chihuahuas. Würde euer Colonel das wollen? Wäre er hier, würde er schnell entscheiden. Jago behält seinen Posten als rechte Hand des Anführers Lieutenant Colonel Bennett. Oder liege ich da falsch? Begrabt das Kriegsbeil zusammen mit eurem Colonel. Hier in diesem Sarg. Es gibt keinen anderen Weg für Dogtown. Das könnte klappen. Einverstanden. Kann man nur hoffen, dass der Echte, ja, der Echte, Hoffentlich bereue ich das nicht. Havanna hat euch im Blick. Benehmt euch. Alle beide. Sonst komme ich zurück. Okay. Und jetzt begegnet mir der Echte? Das wäre eigentlich typisch für so eine Mission. Dass jetzt der Aufzug oben ankommt und dann der echte Killer rauskommt. Ne, der Aufzug ist oben. Fressen und gefressen werden, nicht wahr? Was heißt das für Dogtown? Eine Warnung, Silverhand. Eine, auf die man hört. Oder da unten taucht er jetzt auf. Seine lange, stille Aufzugfahrt. Und wer gibt jetzt die Befehle? Wem müssen wir die Stiefel jetzt lecken? Du bist hier jederzeit willkommen, Aguilar. Wir haben immer einen Tisch. Nur ist Deutsch. Vorhang, Applaus, Blumen. Das war zwar witzig, aber jetzt müssen wir Aguilar. Adios, Aguilar. Das war die Rolle deines Lebens. Nee, anscheinend nicht. Achtung, Doktor! Lieutenant Colonel Bennett hier. Es ist offiziell. Ab heute führe ich Pakistan. Ihr Bewohner von Dogtown könnt euch auf rosige Zeiten voller rosige Tage freuen. Also zumindest die Bewohner, oh Mann, ey, die Befehle befolgen können. Das war's jetzt. Dogtown hat anscheinend einen neuen Anführer. Dein Bennett ist ein Raubtier. Der gibt dir einen guten neuen Hansen. Und dank seiner cleveren rechten Hand wird er mehr erreichen, als Hansen je geschafft hätte. Gute Arbeit, wie? Bist das echt jeden Auto Wert? Hat ein bisschen was. Das wäre erstmal alles. Ich melde mich. Black Steel in the Hour of Chaos.
Ruf einen anderen Netrunner an. Wen haben wir denn noch in der Liste, der Netrunner ist? Judy? Judy ist gar kein Netrunner, oder? Wer war denn noch Netrunner? Hauptsache der Typ mit dem Schwanz ist immer noch eingespeichert mit genau diesem Namen. Ja, und die sind alle weg. Nee, so zack, zack. Charaktere. Nee, Charakter ist das. Was passiert, wenn du ihn anrufst? Den Pimmelmann? Die gehen ja meistens nicht dran. Gar nichts. Ich weiß tatsächlich nicht. Wie heißt nochmal der Netrunner im... heißt der Nix oder sowas? Nix heißt der, glaube ich, oder? Wie läuft's, wie? Ja. Nix, brauchst du eine Beschäftigung? Ich hätte einen Auftrag für dich. Beschäftigung? Klingt gut. Worum geht's denn? Es steht eine Menge auf dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du solche Risiken eingehen willst. Sagen wir es mal so. Würde Rogue sowas in Auftrag geben? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Das kann ja nur übel werden. Scheiße. Jetzt bin ich neugierig. Maxtech, du sollst ihre Daten festhacken und möglichst viele Infos über ihren nächsten Konvoi für das Partners beschaffen. Maxtech hacken? Ja, war gut. Moment. Das ist dein Ernst? Ja. Scheiße, wie? Also heißt das nein? Maxtech hat 2 autonome KIs, ihre Zugriffsports alle paar Sekunden neu verschlüsseln. Sich unbemerkt durch eine Hintertür reinschleichen? Kinderspiel. Aber abhauen, ohne Spuren zu hinterlassen? Das wird also nichts. Du weißt genau, dass ich dir noch was schulde, wie? Yes. Bin dabei. Okay, Nix. Mach, was du am besten kannst. Nix. Und danke. Entschuldigung. Dank mir erst, wenn ich die Daten hab und nicht kurzgeschlossen oder nach Los Padres verfrachtet wurde. Sollte ungefähr 4-5 Stunden dauern. Sagen wir in 6 Stunden an der Arasaka-Gedenkstätte, okay? Passt. Bis später. Triff dich in 6 Stunden mit Nix an der Arasaka-Gedenkstätte. Okay. Sorry. Ist sowieso alles im Arsch. Meine Fresse, die Stimme passt überhaupt nicht zum Gesicht. Das ist jetzt Hauptmission, ne? Hab nicht was sein. Ich würde ja gerne das hier vorher machen, ne? Mit Carrie um 19 Uhr treffen und einmal ein bisschen Mayhem wieder machen. Bevor wir uns dann auf die Story-Mission konzentrieren.
Weil ich gehe davon aus, dass alle Phantom Liberty Missionen, die ich jetzt noch habe, sind Nebenmissionen, die mir nicht helfen in der Hauptmission. Weil sonst kriege ich ja immer so einen extra Trigger, wie, mach Mr. Hand Mission oder sowas. Hier ist echt Chaos. So schön diese leise Musik ist, irgendwann macht das müde. Pon-Pon-Shit. So. Yay, wir gehen über grün. Hui. Mal endlich sich an die Gesetze halten. Ich will kurz den Revolver austauschen. Welcher war denn der Revolver, den ich eben... War das Roscoe? Ja, ich glaube, es war Roscoe. Hey! Hi! Los! 15 Minuten Ruhm für diese kleinen Idioten sind jetzt abgelaufen. Vergiss den Plan, lass uns die Show genießen. Hey, wie ist nun der Plan? Easy. Wir gehen rein, finden die Umkleide der Schlampen, machen unser Ding und hauen ab. Was ist denn unser Aber Ding? Ich darf nicht gesehen werden. Das wäre kostenlose PR für die. Aha. Und die hast du ihnen schon genug beschafft. Der brennende Truck war in allen Feeds und allen Sheets. Spar dir die Sprüche. Sag mir, wie wir rein. Ja. Sehen wir uns um. Er will ja keine Tickets kaufen, weil das würde ja Geld bringen für die. Wie? Wir müssen uns treffen. Du weißt, worum es geht. Ich hoffe, dass nichts. Ich hoffe, dass nichts das überlebt. Hä? Achso, ich kann nicht von mir behaupten, ihre Karriere genau verfolgt zu haben, aber wenn ich das so nennen kann. Der Besitzer von dem BD-Faller dachte, er wäre Lina Malina, also hat sein Kollege ihn in den Keller gesperrt. Ja, das ist richtig. Soll ich dir für dein Versagen gratulieren? Bitte geh wieder an die Arbeit. Weißt du, Mr. Hands? Ach so, warte. Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt nicht über die Brücke laufen für die Mission. Ist das nicht der Club, an dem wir schon mal waren? Du hast eine Leiter gefunden? Lass sie runter. Bitteschön. Backstage-Bereich. Ja, ja, keine Hektik. Hier waren wir definitiv schon. Da oben war nämlich der ehemalige Managerfreund. Wenn wir zum Konzert gehen, schenken wir ihr was. Auf ihrer Seite steht, dass sie alle gern teuren Tee mögen. Vielleicht könnten wir eine Tasse für sie machen. So für Matcha, weißt du? Oh Gott. Pässe. Stell dir das mal vor, in ein paar Jahren treffen wir uns auf der Straße. Rein mit euch. Dankeschön.
scheiß japanische Zeichen. Woher soll ich wissen, was wohin gehört? Ich hab die Schnauze voll. Ich geh wieder Zuleitungen installieren. Ronnie wird wohl nach Europa versetzt. Hat er Ihnen gesagt, dass du schwanger bist? Ja, aber er muss gehen. Wir zahlen immer noch seine Implantate ab. Mach dir nichts draus. Teurer Spaß. Bei Diegos erstem Geburtstag wurde sein... Wir haben heute einen Niguri? Oder ist das der Special Boy von der Wunschtraumaktion? Und jetzt reden wir. Wer seid ihr, Wichser? Der Wichser, den ihr beklaut. Carrie Eurodyne? Carrie Sun? Sun am Arsch. Das ist keine Teezeremonie. Wie? Lasst ihn reden. Alles nur ein Missverständnis. Klärt es auf und wir gehen. Aber Carrie Sun, was soll das? Wir hatten doch einen Deal, oder nicht? Oh mein Gott. Geht's um dieses N54-Interview? Wir wollten niemanden. Alter, die Augen sind so gruselig. Halt bedeutet heute doch gar nichts mehr. Kein Wunder, dass der Truck nichts gebracht hat. Sind dümmer, als ich dachte. Halt, halt, halt. Was war das mit einem Deal? Wir haben einen Deal mit MSM, um Carrie Suns User-Friendly zu spielen. Unsere neue Single für den Nordamerika-Teil unserer Tournee. Nur über meine Leiche. Aber wir wollten deinen Rock in eine neue Ära bringen. Ist das nicht, was du wolltest? Rock? Ihr? Okay, ich sag euch was. Wurde schon oft behauptet, aber ihr habt es geschafft. Rock ist tot. Ihr habt ihn getötet. Gratulation, Bitches. Dein Manager hat unseren kontaktiert. Hat gesagt, dass du mit uns arbeiten willst. Feuer deinen Manager. Was zur Hölle? Davon wusste ich nichts. Dieser verfickte Konzern sagt. Hör zu, Carrie Sun. Das Cover ist ein Ausdruck unserer Liebe für dich. Lass uns bitte was aushandeln. Rock mag tot sein, aber Carrie ist blind, wenn er nicht sieht, dass die Mädchen Potenzial haben. Das Label hat euch alle gefickt, ja? Sieht aus, als hätte das Label euch alle gefickt. Ihr seid nichts als Marionetten. Sieht ganz so aus. Fuck. Wisst ihr, ist nichts gegen euch. Die Situation ist einfach abgefuckt. Was erwartest du, wenn du deinen dummen Arsch an einen Konzern kettest? Wir reden mit dem Label, Carrie Sun. Aber jetzt werden wir unseren Ärger bekannt geben. Dein Song ist nicht in der Setlist. Wir sagen das Konzert ab und verschieben die Tournee. Was sagt ihr da? Das kostet euch Millionen. Die Labels verlieren mehr. Das ist richtig, ja. Also gut. Ihr seid in Ordnung. Was ich vorhin gesagt habe. Kein Problem, Carrie Sun. Selbst Affen fallen von Bäumen. Was ein Spruch. Genau. Gehen wir wie. Warte. Carrie Sun, kriegen wir ein Foto mit dir? Nur als Andenken? Oh nein. Ich hoffe nicht, dass sie das gegen ihn verwenden. Warum eigentlich nicht? Wie wärst du so lieb? Moment. Lasst uns ein Selfie machen. Oh Gott, ich habe das noch nie benutzt. Wie geht das? Ich habe diesen verschissenen Helm auf der Rübe. Sieht das nicht traumhaft aus? Oh je. Kann ich irgendwie... Pose. Gelber Säbelzahntiger, bist du bereit? Ich hol schon mal Popcorn. Liebe, Mond, Wasser, Feuer. Ja. Energiestoß des hawaiianischen Königs. Alter, das ist sowas von Dragon Ball. Was zur Hölle ist denn bei euch kaputt? Ist das eine ganz, ganz komische Übersetzung?
Okay. Ich brauch auf jeden Fall was, wo wir ihn so platzieren könnten. Okay. Ja, Gesichtsausdruck ist natürlich eine relative Sache. Kann ich den Helm irgendwie ausschalten? Ego-Drohne. Okay. Schwierig. Na gut, wir könnten auch das machen, weil es ist ja eine japanische Band, ne? So. Das ist ein geiles Feature. So, UI ausblenden. Okay, ich glaube, das reicht. Hä? Danke, Carrie-san. Also, arbeitet ihr gerade an was? Könnt euch bei eurer Single helfen? Wirklich? Ich bleib noch hier, wie. Ich meine, sieh sie dir an. Die Mädels brauchen Hilfe. Ich danke dir. Klar. Mhm. Viel Spaß. Hilfe. Harrison, vielleicht könnten wir dir von unserer neuen Single erzählen. Single? Über Musik zu reden, das ist wie in einem Rosenbeet zu vögeln. Unnötig, unbequem und im Endeffekt einfach nur mega kitschig. Hm, aber ich mag Rosen. Oh Mann. War zum Glück nur halb so schlimm, wie es hätte sein können. Mit Rumgeballer und Toten und weiß der Kuckuck was. Mit den Eddies hätten wir hier endlich weggekommen. Erst gucken, dann gehen. Ich habe gehört, dass jemand den Doktoren versucht hat, ein Zetatec-Augenimplantat zu verkaufen. Da klingelt doch was. Ich muss dich sicherlich nicht auf die Ähnlichkeit zwischen diesem Prototypen und dem, den du beim Scavenger gesucht hast, hinweisen. Das ist mir schon klar, wie schön, dass ich dich um einen solchen Gefallen gar nicht erst bitten muss. Verlassenen Gebäude in der... Ist das jetzt eine eigene Mission? Nee. Aber wenn der mich nach irgendeiner Street fragt, das werde ich niemals im Leben finden. So. Das heißt, wir treffen uns jetzt mit Nix und machen die Hauptstory weiter.
War das nicht klar? Ist das der Arasaka Tower und das eine Gedenkstätte dafür? Vermutlich. Nix mal außerhalb von seinem Räumchen treffen. Wie? Was geht? Hey Nix, warum treffen wir uns hier? Was, gefällt's dir nicht? Wie du meinst. Weißt du, manchmal begegne ich Leuten, die sich viel zu weit aus ihrer Liga rauswagen. Dieser Ort erinnert mich an die Toten unter ihnen. Bist du neuerdings Reiseführer? Nix. Vom Runner zum Reiseführer, oder was? Nee, Ju, ich lese nur viel. Hält das Hirn wach. Kann ich empfehlen. Ach, scheiße, wie, ich will dich Schwachkopf bloß warnen, damit du da draußen nicht verreckst. Leck mich nix. Ja, ja. Schön, auch dich zu sehen. Genug palavert nix. Hast du die Daten? Musste schon lange nicht mehr durch so ein dichtes Minenfeld. Aber ich hab sie. Nova, du bist genial, nix. Hab alles, was du brauchst. Route, Wagenreihenfolge, Verteidigungssysteme, entschlüsselte Daten über die Gefangene, die nach Los Padres kommt. Ich frag lieber nicht, warum du die Daten brauchst, aber... Wie? Meine Spuren sind verwischt. Und jetzt werde ich beten, dass die verfickten Psychobullen in ihren arschteuren Exosuits nicht morgen meine Tür eintreten. Fang lieber auch mit Beten an. Gibt's einen Unterschied, wen man dafür am Ende anheuert? Ich weiß, du hast einen. Hey, du! Wer, ich? Naben Kosik! Nein, ich meine deine Großmutter. Aber ich natürlich meine ich dich. Ich werde schon aufpassen. Was habe ich denn da erhalten? Hab noch was für dich, bevor du gehst. Kleine Hilfe gegen diese Chrombullen. Eine Information, das wissen wir. Was ist das? Ein kleines Souvenir von meiner Zeit bei Saka. Militärsoftware, von mir aufgemotzt. Das Nix Special. Wenn jemand dein Hirn kurzschließen will, schmeißt das hier automatisch dynamisches Eis an. Nova Nix, danke. Alles gut, alles gut. Du hast mir auch den Arsch gerettet. So gesehen... Quid pro quo. Wie geht's dir, Kosik? Hattest du eine angenehme Woche? Da. Ich habe ja persönliches Eis ausgerüstet. Hier sind die Daten zur Lieferung. Du weißt, dass MaxTag dich für die Daten maximal erledigt. Wie sollen sich hinten anstellen? Touché. Na gut. Reed soll sich das mal mit seinem Superspion-Blick angucken.
Mal sehen. Macht er schon. Onai Gdishmas, ja. Joa, doch entspannt arbeitet und gut trainiert. Und selbst? Entspannt gearbeitet, gut trainiert. Ich habe gestern gelernt, dass wenn du einen Notartermin hast und du eine Verlesung von einem Gesellschaftervertrag hast, dass die Verlesung wirklich das Vorlesen dieses Vertrages ist. Ich habe gedacht, dass es ein... Also, dass er das zwar liest, aber vielleicht nicht alles vorliest, aber er liest wirklich alles vor. Das war schon ein bisschen suspekt. Oder nicht suspekt, sondern einfach ein falsches Wort. War einfach ein bisschen komisch. Ist spannend, ne? Ja, ist super spannend. Ich habe die Daten durchgesehen, das hat ein richtiger Profi gemacht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich vermuten, dass du einen von unseren Leuten angeheuert hast. Der Netrunner hat uns Details zur exakten Route, zu den Wachen, den Kampfprotokollen, sogar den Code für den Fahrgast besorgt. Das Omega ist eine große Erleichterung für uns. Die Bezeichnung benutzt MaxTrack oder MaxTech für unbekannte Personen. Da haben wir mal echt Glück gehabt. Wir müssen uns treffen. Ich habe ein paar Kontaktpersonen, die uns etwas Ausrüstung liefern und uns bei der Vorbereitung helfen können. Ich schicke dir die Koordinaten von einem alten Hotel in der Nähe der Konvoi-Route. Zweimal schon durch sowas. Bei was genau hast du das gehabt? Wenn man das vorletzte Level erreicht, kann das sein? Wenn es 60 Level gibt und ich bin 59, dann fehlt noch genau eins. Okay. Warte. Wenn Volltreffer aktiv ist, 35% plus Nachladegeschwindigkeit, wenn du das nächste Mal nach Neutralisieren eines Gegners mit einem Kopfschuss oder einem Treffer auf seine Schwachstelle nachlädst. Okay. Geil, gerade bei Parrot den Bauplan für die beste Rüstung im Spiel gefunden. Nice. Nice, nice, nice. Ich werde sowas von nicht dahin fahren, sondern mit dem Teleporter hingehen. Wir müssen da rauf. Da oben ist das Schild. Scheibenkleister. Gibt es keinen einfachen Weg darauf? So auf jeden Fall nicht. Dann gehen wir halt die Autobahnroute.
Holla Wöckchen, Hallöchen. Wie sehr soll der Tag in Richtung GZSZ gehen? Der Tag so? Ja, ja, genau so. Warum? Was passiert? Hast du wieder einen Spruch im Aufzug gelassen, den du nicht hättest sagen sollen? Was soll das? Ich habe das gestern mit Syrah schon angefangen und breche es mal runter. Aber wenn das gestern schon passiert ist, ist das heute weitergegangen oder wie? Also so eine Zwei-Tages-GZSZ-Story. Sehr selten, sehr selten. Über zwei Folgen geht das selten. Mann, 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 Mann. Heute ist es eskaliert. Okay. Hallo? Jetzt legst du dich schon mit MaxTech an, hä? Huh? Geht doch. Ist kein Überfall auf den Arasaka Tower, aber... kein schlechter Anfang. Willst du mich etwa als Oberterrorist ablösen? Ja, bitte. Lass mich raten. Zeit für Johnnys Meinung? Dazu, dass du dich mit MaxTech anlegst? Scheiße, na klar. Hals- und Beinbruch. Damit wird's nämlich enden. Ich meine, zu Reed und Songbird. Was soll ich dazu sagen? Die Braut sitzt im Direktzug in die Cyberhölle. Mit Vollgas und ohne Bremsen. Und wir sitzen in der ersten Klasse. Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremsen. Wenn schon, denn schon hier, ne? Hi. Nächster, das war nicht Teil vom Plan, Reed. Wenn jemand erfährt, dass wir das waren. Das ist dein Partner? Shit. Kennen wir die? Dann ist das ja echt eine Selbstmordaktion hier. Warte mal. Dich kenne ich doch. Hab einiges über dich gehört. Mehr Gutes als Schlechtes. Du bist bestimmt eine Hilfe. Und jetzt noch ein Dutzend wie du und ihr habt vielleicht eine Chance. Also, vielleicht. Okay. Du und deine Jungs, steht ihr da nur rum oder wollt ihr uns vielleicht helfen? Vergiss es. Aber ich hab was, womit ihr eure beschissenen Chancen verbessern könnt. Leihen die Drohne. Die für die Haywood-Clowns gedacht war. Gehört aufs Haus. So als Abschiedsgeschenk. Es reicht. Na dann. Hoffentlich schickt die FAE uns einen neuen Kontaktmann, wenn du erledigt bist. Aber wenn du diese beknackte Mission tatsächlich überleben solltest, dann denk dran, wir sind quitt. Das schimpft sich Patriotismus. Ja, der will halt nicht in eine Selbstmordaktion, nicht? Wir müssen über den Plan reden. Ja, eine Sekunde. Ich habe kurz was zu lesen. Ja, ganz kurz. Die Kollegin, die vom Chef so bevorzugt wird, war mit ihm und vier anderen in München für eine Schulung. Ewig Zeit. Halt die Bubbles. Für eine Schulung. Dort waren die auch Party machen und nach dem Gerücht ist nicht wirklich so passiert. Ist, dass sie mit Minirock auf dem Schoß eines Kollegen gesprungen ist und ihn flachlegen wollte. Der Kerl ist in einer festen Beziehung. Hallo? Erde an wie? Seine Freundin arbeitet bei uns. Der Herr sagte zu seiner Freundin, dann ist nichts passiert, was doch so war. Aber Madame Kollegin dachte sich, ich zeig mal ein paar Bilder, wo der richtig strack war und ich ihn gekuschelt habe. Du arbeitest aber echt in einer interessanten Umgebung. Wie sieht der Plan aus? Haben wir alles Nötige? Alles, womit wir rechnen können, ja.
Hab mir deine Infos angeguckt. Route des Konvois, Wagenreihung, zu erwartende Bewaffnung. Ja, haben wir eine Panzerfaust? Das wird nicht leicht. Die Psychobullen heißen aus gutem Grund so. Wir sind selbst fast schon Cyberpsychos. Die beste Chance, die aufzuhalten, haben wir hier. Minimaler Verkehr, optimale Aussichtspunkte. Okay. Wir kommen diese Straße runter. Sobald sie in Reichweite sind, schlagen wir zu. Wir neutralisieren Maxtech, schnappen uns Songbird und bringen sie über die NC-Grenze zu einem Extraktionspunkt. Unser Freund hier wird mit dir die Details durchgehen. Ich muss mich noch um eine Sache kümmern. Okay. Okay, dann mal her mit dem Plan. Mhm. Pass auf. Der Konvoi kommt von Nordwesten. Ja. Fährt dann direkt in die verminten Autos rein, die wir vorbereiten. Das schaltet ein paar Wagen aus. Die anderen müssen die Fahrbahn wechseln. Wir blockieren alle Fluchtwege, jagen ein paar Sprengstoffladungen hoch. Dann steckt der Konvoi fest. Sobald Reed den Fahrer vom Behemoth erledigt, bist du dran. Dein Schum hat sich ein paar geile Spielzeuge gewünscht. Geschütztürme, Minen, Rauchgranaten. Die Granaten sind kein Ding, aber der Rest... Willst du mehr zu den Details hören und mitplanen oder das mir überlassen? Ich will alle. Ich will alle Details, Mann. Her ja. Damit. Alles klar. Wer sich die Kugeln um die Ohren fliegen lässt, der sollte vorher auch mitreden dürfen. Steck den Splitter rein. Wenn die Drohne in der Luft ist, erkläre ich dir das was, wie und warum. Steck ihn rein. Dann lass mal hören. Alles klar. Wir müssen noch zwei Sachen klären. Erstens deine Strategie und dann die Ausrüstung, die wir dir zur Verfügung stellen müssen. Die Ausrüstung. Was kannst du mir dazu sagen? Okay. Ist ganz einfach. Reed will Minen und Geschütztürme. Tja, ich will eine Scheidung, die mich keinen Annie kostet. Aber das Leben ist halt kein Ponyhof. Beides geht nicht. Mit so wenig Vorlauf kann ich euch eins von beiden besorgen. Geschützturm für die Feuerkraft oder Minen, um die Mobilität einzuschränken. Deine Entscheidung. Nö, Minen. Wo wären die Minen am besten? Das kommt auf deine Taktik an. Wir können ein paar Überraschungen an den Enden der Fußgängerbrücke und an der Hoteltür verstecken. Damit die Wichser nicht hoch können, falls du von da oben schießen willst. Aber wenn du die lieber aus nächster Nähe erledigst, können wir die Minen auf der Straße anbringen. Was meinst du? Verminen wir die Straße oder den Weg hoch? Den Weg hoch. Platziert die Minen an der Treppe und dem Hoteleingang. Von da schalte ich die Bullen aus. Verstanden. Zur Strategie. Was für Optionen habe ich? Da gibt's so viele Optionen wie Shishi-Läden in Dogtown. Also nicht viele. Überleg dir, von welcher Position aus du den Hinterhalt legen willst. Dann frag dich, ob dir Rauchgranaten dabei helfen. Nö. Wie benutzen wir die? Rauchgranaten auf der Straße sorgen dafür, dass die Wichser eine Weile lang blind schießen. Hoffentlich aufeinander. Was ist mit Reed und mir? Wir sehen dann doch auch nichts. Tja, Newsflash. Es gibt halt keine perfekten Lösungen. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Wir können sie ablenken, damit du dich ranschleichen kannst. Aber dann kann Reed dich weniger gut mit Deckungsfeuer unterstützen. Deine Entscheidung. Granaten? Ja oder nein? Nein. Keine Granaten. Das wird schon chaotisch genug. Ist schlauer. Die Variablen eingrenzen. Dann kann auch weniger schief gehen. Gegen Maxtech vielleicht nicht verkehrt. Weiter geht's. Gucken wir uns mal deine Startposition für diese ganze Sache an. Okay? Klar. Welche Optionen habe ich? Die Terrasse wäre gut. Du siehst alles. Kannst dem Konvoi fast auf den Kopf pissen. Ja, bitte. Aber es gibt noch andere Optionen. Die Treppe. Dann liegt der Hinterhalt direkt vor dir. Das heißt, du bekommst die Möglichkeit, strategisch zu feuern. Die dritte Option ist riskanter. Bei der Fußgängerbrücke. Von da
hast du es nicht weit. Nee, das ist für Nahkämpfer besser. Kurzfassung. Die Terrasse sehe ich als Sicht. Okay, das sind alles gute Positionen. Ich suche mir dann eine davon aus. Sehr gut. Dann läuft ja alles. Der Plan sieht gut aus. Jetzt muss ich noch mit Reed reden. Dann bereiten wir mal alles vor und verschwinden dann. Und ihr zwei, viel Glück. Das werden wir brauchen. So, und dann, es endete heute damit, dass die Freundin weinend im Chefbüro saß und von der Kassenaufsicht berückt werden musste. Und anstatt sich zu entschuldigen, hat die Kollegin eine WhatsApp geschrieben mit dem O-Ton. Schade, dass du dein Freund... Was? Schade, dass du und dein Freund euch streitet, ist aber nicht mein Problem. Selbst schuld, wenn du so empfindlich bist und ich deinen Freund nicht antatschen darf. Die Kollegin ist innerhalb von 2 Tagen zu einem Brennpunkt geworden, den jeder meidet. Okay. Aber warum tut sie das? Hast du eine Vermutung, warum sie das macht? Weil du tust ja keinem einen Gefallen damit. Selbst dir selbst nicht. Ich bin bereit. Und du? Fast. Hier ist unser Störsender. Ich muss ihn nur so kalibrieren, dass er nicht so stark ist. Weil sonst Somi... kaputt geht. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Sie hat die Tragweite unterschätzt. Okay. Mal abgesehen davon, dass sie sich nur an Kerle ranmacht, welche über ihr stehen und ihren Aufstieg fördern können. Und das könnte der Kollege. Man merkt, wie wichtig sie dir ist. Reed? Konzentrieren wir uns auf die Mission. Scheiße. Wann redest du endlich mal mit mir? Gute Frage. Wir reden doch. Ja, ich merk's. Raus damit. Na los. Wenn du Fragen über Maxtech hast, dann stell sie jetzt. Weißt du, unangenehm Fragen immer aus wie ein unheuer Ehemann? Du willst die Wahrheit hören? Na gut. Tell me. Heute oder vor 7 Jahren. Ich weiß nicht, wann ich es versaut habe. Aber das Ergebnis ist... dass wir hier sind und sie sterben könnte. Ich hoffe nur, dass wir sie retten. Die Somi, die ich kenne. Und nicht etwas anderes. Das ist ein Stahlträger. Das hilft nicht. Ich habe Angst, wie. Angst, dass ich das alles nicht mehr im Griff habe. Zufrieden? Ich verstehe das, Reed. Aber du kannst nicht immer alles kontrollieren. Nope. Vielleicht nicht. Definitiv aber nicht. Es ist gut, dass du da bist. Das wird schon klappen. Wir müssen es nur durchziehen. Dann packen wir es mal an. Muss Frequenzen von Maxtech blockieren. Mach dich bereit. Ob das Teil auch seine Gewissensbisse blockiert? Sowas bräuchte ich auch. Wovon redest du da? Die Kleine ist halb hirntot, halb AI-kontrollierter Zombie. Und der Schwachmat ist überzeugt, dass seine Partnerin noch lebt und nur er sie retten kann. Du hast es nicht so mit Hoffnung. Hm? Und du? Würdest du einfach die Hoffnung aufgeben? Weißt du, was ich in der Armee gelernt habe? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Weil die hinterhältige Fotze dich zuerst umbringt. Damit du ja schon mal das Grab anwärmst. Am Ende ist die ganze Willenskraft weg. Und man hofft grundlos auf ein Wunder. Wenn du dich darauf verlässt, okay. Ohne mich. Hast du mit ihr geredet? Was? Deine Körpersprache. Du hast den Relic benutzt. War sie es? Konntest du Song erreichen? Nope. Nein. Ich habe keinen Kontakt mit Somi. Seit dem Chaos im Stadion herrscht da Funkstille. Okay, verstanden. Zum Glück eigentlich.
Der Störsender ist kalibriert. Du weißt, was zu tun ist? Ich warte auf meiner Position. Sobald der Sprengstoff hochgeht, lege ich los. Wir holen uns Song. Bringen sie zum Extraktionspunkt an der Grenze. Schnell, sauber, keine Fehler. Und wir behalten sie immer im Auge, klar? Okay, dann gehe ich auf Position. Viel Glück. Wir brauchen kein Glück. Wenn seine Schulung durch ist, ja. Okay. Ah, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, Frauen, die so sind, was ist in deren Leben schiefgegangen, dass die glauben, dass das funktioniert und du danach auch zufrieden mit dem sein kannst? Also du musst ja entweder nur geldgetrieben sein oder ich habe keine Ahnung was, weil die in dem Moment, wo du dann eine Position, eine Beförderung bekommst, weiß ja jeder, warum du sie bekommen hast. Also das ist ja nicht so, dass man sowas geheim halten kann. Das kommt immer raus. Das ist halt echt komisch. Schade, dass ich keine weiblichen Vorgesetzten habe. Ich auch nicht. Tatsächlich bewerbe ich mich jetzt auf den Posten von meinem Abteilungsleiter, weil der in einem Jahr in Rente geht und der jetzt ausgeschrieben ist. Mal gucken, was passiert. Okay, ich warte. Ich habe das Ziel gesichtet. Der Konvoi fährt in den Tunnel. Das ist ein Lagerbalken. Wie? Songbird, wie zum Teufel hast du? Ich war... nicht du. Bloß nicht du. Hä? Sumi, wie geht das? Die Verbindung steht noch? Ich habe dir vertraut. Nicht wieder. Zwei Fehler. Kommt mir bloß nicht in die Quere. Ich warne euch. Es ist bald vorbei. Wir sind bald da und helfen dir. Du und Reed helfen? Ihr wollt mich von diesem Käfig in einen anderen befördern. Bald habe ich Kontrolle. Nein, hast du nicht. Es geht los. Mach dich bereit. Songbird hat mich kontaktiert. Durch die Verbindung. Sie verzeiht uns nicht für... Erwarte ich auch nicht. Konzentrier dich jetzt. Auf mein Signal. Jetzt. Wow. War das geplant? Los geht's. Konzentration, Sie. Wir müssen zusammenarbeiten. Verstanden. Wir machen wir fertig. Konvoi wird angegriffen. Bin sofort für euch da. Ja. Da. Sie finden dich. Früher oder später. Was? Wie geht denn das? Komisch. Ich dachte, er wollte den Wagen übernehmen. Oh nein. Don't open it. Autsch. Denkst du etwa, du schaffst uns? Dallas Foster. Schaffst du es, Alter?
Ich weiß. Weiter so. Raus da. Ich kann dir da nicht helfen. Wie? Achte auf deren Implantate. Wenn ich treffe, machst du sie fertig. Komm her. Ja. Hä? Da. Ich mach dich fertig. Das werden wir ja sehen. Tust du nicht. Ja, bei wem hast du gefahren? Den hast du gefahren, Gott. Tue ich doch. Auch ich kann meine Waffe nicht mehr ziehen wegen der Mission. Oh, schade. Holy Fobelody. Das ist das Problem, wenn man so viel Technik hat. Ernsthaft? Wie schlimm ist es? Reed? Scheiße. Weißt du? Hier schießen alle rum, er wird nicht getroffen und dann wird er von einem Schrapnell getroffen. Hä? Achso, sieh nach Reed optional. Nee, 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 wir sehen nach Reed. Das habe ich schon bei Takemura falsch gemacht. Da können doch die Schlagader getroffen werden. Wir haben die fertig gemacht. Los, bleib hier auf den Fersen, bevor sie weg ist. Ich komme nach, wenn ich nicht mehr blute. Sicher? Geh sie retten, wie? Ich bleib dran. Wir treffen uns, sobald es geht. Alles klar. Ah. Knack! Aber der Fuß ist der Knöchel verrenkt. Hey, mein Freund! Keine Zeugen hinterlassen. CPD-Überwachung online? Hier ist auf jeden Fall richtig Spaß.
Natürlich. Meins. Catalina. Hast du fahren gelernt? Zwei Autos auf der Straße. Zwei. Und du fährst mir mit Karacho hinten rein. Geht's noch, Alter? So. Da ist eine Wand mit einem riesigen Loch. Der Laster ist einfach durch. Wow. Siehst du sie? Ist sie verletzt? Kein Sichtkontakt. Muss mir das mal angucken. Die ist auch Pass nicht. Auf. Der geht's auch gut. Also, der geht's zumindest körperlich gut. In ihrem Kopf sieht's vielleicht anders aus, aber im Übrigen. Warum habe ich denn? Immer noch eine Mission zu? Oh je. Was zum? Oh je. Ein sehr unbequem aussehendes, Gefängnis. Ich sehe was. Digitale Rückstände. Wie ein geisterhafter Fußabdruck. Du siehst das wegen eurer Verbindung. Diese Black Hole-Schemen sollten dich direkt zu ihr führen. Hol sie lebendig daraus, wie. Wenn ich ihr und dir helfen soll, brauche ich sie lebend. Ich stehe vor einem Tor, durch das sie durch ist. Das, ja. Ich aber nicht auf. Es muss noch einen Weg geben. Sieh dich um. Okay, einfach eine leuchtende Konsole. Es geht ihr nicht gut, wie. Ach, wirklich? Sie ist aktiv mit der Black Hole verbunden. Sie könnte jederzeit die Kontrolle verlieren. Pass auf dich auf. Was passiert? Ja, du auch. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich komme zu dir, sobald ich kann. Bleib in Bewegung. Die Frage ist, was passiert, wenn sie die Kontrolle komplett verliert? Haben wir dann wild gewordene KIs auf der Seite von uns? Im Sinne von auf der falschen Seite der Black Wall? Hi, Johnny. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund zurück. Ja, okay. Und es gefällt mir nicht, wie er mich anguckt.
als gäbe es kein Zurück mehr für uns. Willst du das echt machen? Musst du immer den Teufel an die Wand malen? Wie wär's mal mit, was einen nicht umbringt, härtet ab? Ich bleib bei, wer gegen Ungeheuer kämpft, mag zusehen, dass er nicht selbst zu einem wird. Damit meinst du jetzt mich? Ich meine Songbird, du Dummchen. Muss ich dir denn jetzt jeden Scheiß erklären? Die Kleine hat ihre Seele an Blackwall-Dämonen verkauft. Und jetzt lauert sie dir auf. Ob sie noch sie selbst ist? Wer weiß das schon? Das finden wir wohl bald raus. Axo, bist du gerade da? Das ist aber nicht der Punkt, der mit der Mission und kein Zurück mehr. Er hat gerade...